Wer geht als letzter? Wer ist der Awkward-Typ, der Aber ich bleib bis zum Ende hier. Ja, ja, gut. Nein, aber ich muss das auch. Also, alleine zurückgelassen werden ist mein zweiter Vorname. Das ist ja, das, also warten wir jetzt einfach alle, bis wer anderer geht? Oder? Oh, das ist, also ich halte das durch. Ja, das ja, ich war, ja, ja. Wie für mich ist das geht. Hier Content. Also ja, ist alles kein Problem. So entstehen ganz komische Streams. Ne? Also in 2 Wochen berichten die Leute drüber. Sie sind immer noch in demselben Raum, wer wird zuerst gehen. Ja, niemand hat geschlafen. Aber so kann man sich auch mal näher kennenlernen. Würden wir dann alle richtig berühmt werden, wenn wir das ja. alle durchziehen, damit dann auch die Bild über uns schreibt und vielleicht schreibt sie meinen Namen dann auch richtig. Das wäre so schön. Hat sie das falsch gemacht? Ja, ja, die Bild hat so die Ankerkraut-Geschichte in eine Story gebracht und hat einfach meinen Tweet geteilt und du siehst, wie mein Name geschrieben gehört und 2 Sätze drüber schreiben sie mich so, Yokoa. Au. Aus Freiraumreh haben sie frei. Was haben sie gesagt? Statt Freiraumreh, Freimraumreh oder irgendwie. Ja, genug M's in den Namen rein und dann gibt es da auch keine Probleme mit den Marken. Ja, wie M&M's, das ist toll. Da draußen gibt es irgendwo einen Shurioyoka, der sich die ganze Zeit ärgert, dass ein falscher Tweet abgedruckt wurde. Ja. Das obendrein, ja. Shuriyokoa, ich bitte dich. Ja. Stimmt, so Yokoa. Es ist dein Alternate Reality Self halt in irgendeiner Paralleldimension streamt eine männliche Version von dir unter dem Namen Shuri Yokoa. Boah, ich weiß nicht, ob noch eine zweite Version von mir so gut wäre für die Welt. Es gibt ja in jeder nur eine, aber irgendwann so kommen die Multiversen halt zusammen. Ja, und dann, was machen wir dann? Also dann ist schon kritisch. Wenn die Multiversen dann zusammenbrechen. Aber ich glaube, dann gibt es ja mehr als nur eine Person, die alternativ zu der eigentlichen Person existiert. Es macht es natürlich einfacher, eine Ghost Hunt Lobby zu erstellen, wenn jede Person 2-mal existiert. Dann musst du quasi nur 4 Leute einladen. Ja, du hast im Endeffekt 2-mal das gleiche Team. Stimmt, ist auch immer gebalanced. Ja. Weißt du, was ich glaube, was therapeutisch ganz sinnvoll wäre, ist, wenn man wirklich irgendwann ein Multiversum hätte und könnte dann auch hin und her reisen, dass man jeweils eine Welt für eine Person macht und man muss die ganze Zeit mit sich zusammenleben, so ungefähr 1 Jahr lang, damit man wirklich merkt, wie scheiße man ist. Oh Gott. Und dann wird man erst wieder mit anderen Leuten zusammengelassen. Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich wohne ja mit mir jetzt selber schon länger zusammen und ich wollte das nicht. Also ich brauche da auch keine anderen körperliche Darstellung von mir. Ich will einfach nicht. Das es ist tatsächlich, ich habe immer vorgeschoben, dass ich nicht mit anderen Leuten WG und sowas habe ich nie gemacht. Aber der wahre Grund ist wirklich, weil ich das niemandem zumuten will. Also jetzt mal ganz unabhängig von all diesen Dingen, sind dann all diese Ichs auch ich? Führe ich dann Selbstgespräche? Nein, das ihr ein anderes Bewusstsein. Stehe ich dann die ganze Zeit neben mir? Nein, ihr habt ein anderes Bewusstsein. Also du bist derselbe Mensch, du hast natürlich unterschiedliche Erinnerungen. Wozu sollte ich denn dann mit einer Person reden, wenn das die gleiche Person ist wie ich? Dann weiß ich ja immer schon, was sie mir antwortet. Nein. Ja, aber Selbstreflexion, außerdem werden wir ja auch teilweise geschichtlich geprägt. Und wenn das Multiversum so ist, dass man andere Geschichten hat, ist es ja auch eine andere Person vor dir. Nur halt eben eine essentiell gleiche, die aber trotzdem differt in gewissen Wegen. Das stimmt. Die hat ja zum Beispiel dann die Erfahrung eines Mannes im Lebensweg gemacht. Das heißt, die hat dann schon andere Ansichten als du. Sie hat die Ansichten, die du hättest, wenn du ein Mann wärst. Ja. Würde ich ein Arschloch sein als Mann? Ich glaube schon. Warum? Weil die Möglichkeiten größer sind, oder? Einfach so. Weil du einfach allgemein davon ausgehst, dass Männer Arschlöcher sind? Nein! Es sind ja nicht alle Männer sind Arschlöcher. Ich frage mich, ob ich ein Arschloch wäre. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Warum nicht? Also ich bin mir sicher, dass es auch welche gibt, die netter sind. Dass du da selbst die Frage, warum nicht, an andere stellst, weil dir selbst kein Grund einfällt, warum du kein Arschloch wärst. Hat man wirklich, also abseits von den moralischen Gewissensbissen, hat man einen Nachteil davon, ein Arschloch zu sein? Nee, das ist ja das Schlimme. Ja? Das ist ja das Schlimme daran. Was wäre das ja? Das Ja bei mir wäre definitiv, dass das soziale Umfeld natürlich komplett anders wäre, wenn man so drauf wäre. Man baut sich ja seine Freunde und bekannte Familie und so weiter, hält man ja nur wegen dem Sein, das man ist. Wenn man dieses Sein grundlegend ändert und wirklich mit einer Arschleckenhaltung an alle Situationen rangeht, verkrault man damit auch sein gesellschaftliches Umfeld automatisch nach einer Zeit, wenn die nicht die gleiche Änderung durchmachen. Aber ich habe ja eine eigene Welt. Mit lauter Mirs. Ja gut. Wenn du deine eigene Welt hast mit lauter Mirs, ist es, glaube ich, gar nicht wichtig, ob du Arschloch bist oder nicht, weil ich glaube, jede andere von diesen Personen würde ja sagen, ich bin die Echte.
Und ich glaube, dass du diesen Main-Character-Ding auch hast. Also, dass du dauerhaft denkst, du bist der Main-Character von dieser Story. Aber wenn du 50 Leute, die als Alphas für die Main-Character-Statistik reingehen, dann hast du ja nur noch Panik. Ja, oder auch einfach unsere Gesellschaft, wo jeder glaubt, er wäre der Main-Character. Ja, aber ich meine, es gibt ja trotzdem Situationen, wo du zum Beispiel jemanden, den du sehr magst, oder auch Personen, die du respektieren kannst, den schon ein bisschen entgegenkommst und nicht nur in deinem eigenen Interesse, sondern auch in einem freundschaftlichen Interesse handelst. Und das fällt komplett weg in so einem Szenario. Das weißt du ja alles gar nicht, weil dadurch, dass ja das Multiversum beinhaltet ja eine theoretische Unendlichkeit an Möglichkeiten. Das bedeutet, wenn du das in Prozentzahlen ausdrückst, 100% ist dein Ausgangsuniversum, also die Ähnlichkeit mit dir ist 100%. Alles, was da drunter ist, ist maximal 99,9 Periode. Das heißt, es sind alle Varianten da. Du hast quasi eine Variante von dir, die quasi nicht von dir zu unterscheiden ist, weil sie bei 99,99% Ähnlichkeit ist. Bedeutet, sie hat exakt alle Erfahrungen bis auf irgendwie vielleicht eine einzige gemacht wie du. Das heißt, sie ist vielleicht relativ deckungsgleich mit dir. Aber alles andere kann sich ja komplett unterscheiden, weil du bist ja auch irgendwo eine Summe deiner Erfahrungen mehr als eine Summe deiner Gene wahrscheinlich. Bedeutet, du kannst auch in einer Welt voller Shuyokas oder Sterziks, kannst du allen möglichen Varianten deiner selbst begegnen, die dir so fremd sind, dass sie für dich auch wie eine andere Person wirken. Das stimmt schon. Die Frage ist aber nur, das eigentliche Sein, was wir denken, ist ja eigentlich, dass wir sagen, wir sind individuell als menschliches Individuum. Wenn wir jetzt auf einem Planeten mit lauter Personen, die alle gleich wären in der Hinsicht, dass es alles jetzt ein Shuyoka oder alles eine Katze ist oder sowas, dran sitzen und diese kompletten Menschen, jeder Einzelne denkt, dass er der Main-Character in dem Fall ist, weil er das Main-Universum ist. Weil du halt da identitätstechnisch schon eine Krise hast. Dann hast du dieses Ausgangsszenario, das ich gerade meinte. Ja, es müsste natürlich also es wird ja auch irrelevant ein Stück weit. Also die Frage ist, weißt du das? Weißt du, dass es nur einen gibt? Dann ist ja die Chance, dass du es bist, fast bei null. Ist es eine Welt, die neutral ist, auf die alle hinreisen? Dann sind eh alle Gäste. Oder glauben alle, dass sie wirklich, dass es ihre Welt ist und alle anderen sind Eindringlinge? Ab wann dürfen wir das Ganze wieder als Content verkaufen und einen Sportstream aufmachen? Ab jetzt, finde ich. Sind wir schon in diesem Cringe? Ich feier's. Also ich find's großartig. Bester Content, den ich dieses Jahr gemacht habe. Ich find's schön. Weil ich wollte nochmal auf den Punkt mit dem Nachteil des Arschlochseins eingehen. Du hast natürlich dann ein soziales Umfeld aus entweder auch Arschlöchern oder halt B, gar kein soziales Umfeld mehr. Es wäre aber, und ich habe mich das oft gefragt auch, es wäre für dich kein Nachteil, weil du bist ja ein Arschloch. Also der Nachteil ist ja gerechnet aus, ich als anständiger Mensch möchte mich mit anständigen Leuten umgeben und der Nachteil des Arschlochseins wäre, das habe ich dann nicht mehr. Ich würde es als Arschloch ja gar nicht wollen. Ich wäre vielleicht auch nicht mehr in der Lage zu erkennen, dass jemand anderes scheiße ist, weil meine eigenen Maßstäbe ja sind, ey, der ist ja wie ich, der ist ja auch ein Arschloch, voll geil, wir sind voll gute Kumpels. Ja, bist du zum Ziel der Arschlosigkeit wirst. Sind Arschlöcher mit Arschlöchern befreundet? Also würde ein Arschloch sich nicht eher in den Freundeskreis von Nicht-Arschlöchern suchen? Ich glaube nicht, weil dieser Freundeskreis ein Arschloch ja grundlegend eigentlich abweisen würde. Naja, aber hat nicht jeder irgendwie auch irgendwo ein Arschloch irgendwann in seinem Freundeskreis, in seinem Leben gehabt? Ja, aber wir reden ja vom Ultimativen. Also, dass man jegliche Perspektive auf Nicht-Arschloch-Sein ablegt und in diese es extrem wandert. Das naja, bedeutet, du bist halt gar nicht in der Gruppe integriert. Nee, Moment, es kommt jetzt auch drauf an, was für ein schlaues Arschloch bist du, ne? Also, wie offensichtlich ist die Tatsache, dass du ein Arschloch bist? Also zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel, ne? Theoden hat ja gedacht, dass Grima Schlangenzunge eindeutig kein Arschloch ist und hat ihn in seinen innersten Kreis gelassen. Ne? Also vielleicht bist du ja die Art von Arschloch. Du hast halt mega die geilen Freunde. Du bist halt wirklich so bei den coolsten Kids dabei, weil du denen vorspiegelst, ey, der Maurice, der ist wirklich überhaupt kein Arschloch. Aber in Wirklichkeit, ne, bist du halt so ein Parasit, der die Leute aussaugt und derweil gute Miene zum bösen Spiel macht. Ja, aber würde es nicht trotzdem durch deine Taten ausfallen, was das angeht? Wenn du dann trotzdem ein volles Arschloch bist und das kaschieren musst, dann kannst du ja zum Beispiel in manchen Situationen gar nicht das volle Arschloch sein. Und man darf auch nicht vergessen, dass Theoden ja das perfekte Beispiel dafür ist, dass eben du nur ein perfektes
undurchschaubares Arschloch gegenüber einer Person sein kannst, weil das ganze Umfeld merkt die Täuschung ja. Das heißt, du könntest dir nur ein Opfer suchen. Das stimmt, aber trotzdem ist die Frage, also oft genug, ich meine, wie oft hatte man schon jemanden im Freundeskreis, der zum Beispiel mit jemandem zusammen ist, wo man vielleicht irgendwie merkt, die ist toxisch, aber solange die eine Person weiter auf dein Arschlochsein reinfällt, ist ja alles für dich als Arschloch super. Die Frage ist ja, du musst ja eigentlich schon früher anfangen, was ist eigentlich die Definition von Arschloch? Das stimmt. Weil ja. wir sind ja in einer Wertegemeinschaft und innerhalb dieser gibt es einige feste und einige weiche Anzeichen dafür, wann jemand ein Arschloch ist. Sobald du aber eine Gruppe aus ausschließlich Arschlöchern zusammenstellst, dann formen die wieder eine eigene Wertegemeinschaft und dann bist du vielleicht innerhalb dieser Gruppe gar kein Arschloch mehr. Das meinte ich ja vorher, genau. Und du hast gar nicht das Gefühl, dir geht irgendwas ab in Sachen Freundeskreis, weil du hast ja deine coolen Leute um dich rum, mit denen du gemeinsam irgendwie nachts durch die Straßen ziehst und Ziegelsteine in Fenster wirfst oder sowas. Und weil euch das allen Spaß macht, habt ihr voll Spaß? Ja, eben. Und da ist die Frage, wer von uns, wenn es ein Universum gäbe, nur mit uns, wer hätte die beste Wertegemeinschaft im Kampf der Planeten? Im Kampf der die beste Wertegemeinschaft in welchem Standard? Also ja, in welchem Maß? Ja, das ist genau die Frage. Weil ich sag, die Wertegemeinschaft, die ich am Ende dann erzeuge, ist relativ gut, weil alle nur in ihren Wohnungen hocken und streamen. Ist das gut? Naja, das ist wir werden uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber weißt du was, das Fehlen von sozialer Aktivität ist nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass man kein Arschloch ist. Okay, aber jetzt habe ich eine ganz grundlegende Frage. Du sagst also, du lebst in einer Welt, in der alle Ichs nur in einem Zimmer sitzen und zocken. Ja. Aber du hast ja, nur weil du ein eigenes Universum hast, bedeutet das ja nicht, dass in dem Universum alles so grundlegend funktioniert, wie du es möchtest. Das heißt, gehen wir davon aus, du hast eine Umweltkatastrophe und die Hälfte deiner Bevölkerung von Items hat dann keine Wohnung mehr, dann hast du ja insofern schon überhaupt keine Wertegesellschaft mehr, weil die andere Hälfte sich nicht drum schert, weil sie es nicht mal mitbekommt, weil sie ja nur in ihren Zimmern sitzt und zockt. Das heißt, die eine Hälfte, die dann obdachlos wird, wird sich automatisch radikalisieren, weil sie sich denkt, was sind denn das für Arschgeigen, die nur zu Hause sitzen und zocken und nicht helfen. Oh. Und dann hast du schon die Hälfte der Bevölkerung als Arschlöcher. Würden die sich radikalisieren ja, oder würden durch die notgedrungen miteinander arbeiten und dann die trotzdem so eine Parallelgesellschaft? Aber du kriegst das ja nicht mal mit, wenn du nur drin sitzt und zockst. Aber du kriegst das mit, wenn dein Haus weg ist. Und wenn du dann 40 Leute hast, deren Haus weg ist, dann haben die eventuell die Möglichkeit, einer einzelnen Person die Wohnung zu stürmen. Du musst ja nicht allen Leuten die Wohnung zerstören. Aber dann bringst du das ganze aber da bringst du ja das gesamte Gleichgewicht durcheinander. In dem Moment, in dem der erste Items Waffen anlegt gegen einen zweiten Items, ist ja alles dem Untergang geweiht. Weil dann sagt der Items wieder, aber mir wurde das angetan. Und dann hast du ja, dann kommt dir diese ganze Problematik ins Rollen. Und dann brauchst du tatsächlich so ganz grundlegende Dinge wie eine Judikative und eine Legislative und du brauchst Gesetze und dann wird das Ganze richtig kompliziert. Und wenn du Gesetze hast, dann müssen sich Leute an Gesetze halten und alle Menschen werden sich aber nicht an Gesetze halten und dann hast du die richtige Scheiße. Eine Welt, in der ich mich nicht an Gesetze halte. Das klingt nach von vor 10 Jahren. Jetzt hältst du dich nur noch an Gesitzen. Ja. Nur ein Gesetz. Verlasse nicht deine Wohnung. Schön. Wenn du das brichst, verbrennst du draußen in der Sonne oder so. Ich will nur mal kurz zu kundtun, dass ich meinen Stream jetzt gerade umbenannt habe in die wichtigen moralischen Fragen des Lebens. Das ist eine sehr gute meine Idee. Heißt Seehunde. Und ich glaube, der Titel passt. Und ich tue, glaube ich, noch den Tag Analyse rein, denn ich finde, das machen wir ja eindeutig. Was passiert hier? Ich finde schon auch, wer hat uns alle und kann einen Squad-Stream machen? Ich finde das wichtig jetzt. Also das ist jetzt schon, finde ich, das muss jetzt schon getan werden eigentlich. Muss oder? Ausdiskutiert werden. Alles. Ja, das muss ausdiskutiert werden. Aber ich würde auch gerne wirklich wissen, wer hier jetzt das höchste moralische Gut umsetzen würde. Ich nicht. Ich glaube auch da wieder, ne? Ich glaube, mal ein Beispiel. Es gab schon mal Situationen in meinem Leben, in denen ich rückblickend sagen muss, ich habe mich wie ein Arschloch verhalten. Ich habe es zu dem Zeitpunkt aber gar nicht gemerkt. Ich war mir gar nicht bewusst, dass mein Verhalten Arschlochverhalten ist. Und erst später habe ich es reflektiert. Sodass du
nochmal, wer ist denn noch übrig, um zu definieren? Es gibt ja in diesem Bild keine neutrale Instanz, keine moralische Instanz wie eine Jury, die irgendwo erhöht sitzt, alles beobachtet und eine Bewertung vornimmt, sondern die Bewertung findet ja immer von den Leuten statt, die selbst Teil der Gruppe sind. Mhm. So, und dann bildet sich ja automatisch in jeder Gruppe, die dann losgelöst ist von einer ihr übergeordneten Gesellschaftsordnung oder so, bildet sich eine eigene Vorstellung von Moral und von richtig und falsch. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, wer ist besser, du kannst immer nur sagen, wer ist innerhalb seines eigenen Konstrukts näher an der Idealvorstellung. Diese Antwort finde ich zu klug. Deswegen würde ich jetzt einfach ein Veto einlegen und würde sie ablehnen. Okay. Aber wenn wir die Theorie, wie wir sie vorhin gesagt haben, sowieso nehmen würden, dann wäre es doch so, dass nicht alle hundertprozentig gleich wären auf dem Planeten, ne? Sie haben andere Vorerfahrungen. Ganz das genau. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den Nils, die da auf dem Planeten dann drauf sind, eventuell als Kind einen extremen Crush auf Polizeibeamte hatte und da dann eventuell doch in diese Struktur mit reinrutscht, wenn er halt theoretisch sein Interesse verfolgt und ein anderer eventuell, sagen wir mal, früher Streitschlichter war und im Debattierclub und eventuell einen ausgeprägten Moralsinn hat und dass der dann versucht, in Richtung Richter oder sowas zu gehen. Also, dass sich diese Strukturen automatisch ergeben nach einer Zeit, wäre doch auch eine Möglichkeit. Es würden sich Unterschiede ergeben, auf jeden Fall. Das ist, das glaube ich, weil du bist, das meinte ich ja vorhin, was wiegt schwerer, die Summe deiner Erfahrungen oder dein genetisches Ausgangsmaterial? Das ist ja tatsächlich eine Sache, die wo, glaube ich, Wissenschaftler sich noch nicht wirklich einig sind. Ne? Also, aber wir brauchen sie ja nicht. Ne? Wir können das jetzt einfach entscheiden. Ja, eben. Wer definiert auch einen Wissenschaftler? Also, das stimmt, das ist absolut richtig. Oder kann mir irgendjemand hier die Definition von einem Wissenschaftler geben? Ja, ein Wissenschaftler ist jemand, Attila der Hildmann. Wissenschaft und wow. Das ist ein Wissenabschaftler. Ein Wissenabschaftler. Mann, Items, ich finde dich nicht auf Twitch. Hast du dich umbenannt? Ja, ich heiße sehr feine Katze mittlerweile. Ach, meine Güte. Aber warum? Ich müsste dich ja trotzdem in der Follow-Liste haben. Ich habe auch ein anderes Logo. Ah, da. Oh mein Gott, ich suche die ganze Zeit und es war mir so unangenehm. Und ich mir dachte, ich habe doch deinen Namen nicht vergessen. Und ich suche mit feine Katze und Items for Sacred und Katze, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es sehr feine Katze sein könnte. Ich bin an feine Katze dran. Ich habe dem Vorbesitzer seinen Namen abgeschwitzt. Das funktioniert. Gut. So, jetzt möchte ich aber... Ja, ich bin noch da. Also, wo war der Faden? Ja. Wir haben ihn verloren. Aber du hattest immer noch die Frage, wir haben immer noch die Frage beantwortet, wer von uns in dieser Parallelwelt die beste Wertegemeinschaft errichten würde. Also Maurice ist auf jeden Fall raus. Ja. Komplett. Ja, ich habe aber zu viel Crusader Kings 3 mit dir gespielt. Das ist halt, das macht keinen... Also, Nee, das beanspruche ich auch gar nicht. Und Nils ist auch raus. Warum bin ich denn jetzt raus? Wegen deinen Hamstern. Was? Warte, den Kontext verstehe ich nicht. Jetzt erklär mir das bitte. Das klingt sehr zusammenhanglos. Ich bin mir sicher, der Zusammenhang ist irgendwo in diesem Satz. Viel Glück, ja. Ach, du lässt mich damit einfach hängen. Wow. Ich krieg einfach keinen Kontext, okay. Damit ist Pia, finde ich, jetzt auch raus. Und... Du gewinnst by default. Du bist der moralischste von uns. Du würdest die beste Welt errichten. Oh, nice. Also bei mir würde die nur verkommen. Ich weiß, wie ich meine Wohnung pflege. Dementsprechend schon mal Shoutout an die Welt, die da kaputt geht. Oh, das ist alles. Ich glaube, das Fazit ist, wir sind alle keine besonders moralischen Wesen. Nee. Aber ist der Mensch dafür allgemein geeignet? Jetzt stellen wir die großen Fragen. Ja, der Mensch ist der Einzige, der überhaupt eine Vorstellung von Moral entwickelt hat. Von der wir wissen. Ja, also, ich meine, es gibt vielleicht einige höher entwickelte Wesen wie Orcas und Delfine und Bonobos, Gorillas, Orang-Utans und so ein Shit. Ja, aber alle Lebewesen, die in der Form von Rudel oder in der Form von Gemeinschaft leben, haben sicherlich einen Wertekodex. Der ist natürlich relativ einfach. Aber der ist in der Gruppe von Nöten, weil sonst funktioniert ja eine Gruppe nicht. Du brauchst ja irgendeine Form von Leitstrahl, braucht ja jede Gruppe. Und du kannst sicherlich bei verschiedenen Schimpansengruppen erkennen, dass die Werte sich vielleicht unterscheiden. Es gibt kriegerische, expansionistische Schimpansengruppen
und es gibt vielleicht sehr zurückhaltende, versteckt lebende Schimpansengruppen. Also ich glaube, je höher entwickelt ein Lebewesen ist und je mehr es darauf geeicht ist, in einer Gruppe zu existieren, desto komplexer ist auch, sind auch die moralischen Gepflogenheiten. Aber sie werden auch grausamer. Desto intelligenter Tiere sind, desto grausamer werden sie. Delfine zum Beispiel haben Massenvergewaltigungen. Und, also, ja. Was halt echt wild ist. Und es gibt sogar Berichte darüber, dass sie männliche Tiere auch, also dass Männchen andere Männchen massenvergewaltigen. Das heißt, es gibt nicht mal einen wissenschaftlichen Grund, weswegen sie das tun würden, weil sie sich damit nicht fortpflanzen. Oder wir wissen zum Beispiel, dass Gorillas wirklich auch Kriege gegeneinander führen und dann ohne jeglichen nachvollziehbaren Grund die Jungtiere von den anderen Gorillas, gegen die sie kämpfen, töten und dabei kannibalistisch sind und diese toten Gorilla-Babys in der Gruppe herumreichen wie so ein Kriegsritus. Also desto intelligenter Tiere werden, desto grausamer werden sie. Willst du damit sagen, Pia, dass derjenige von uns, der die beste Welt erschaffen würde, der dümmste von uns ist? Nein, das hast du gerade gesagt. Was ist dumm? Was ist Dummheit? Das ist eine gute Diskussion. So, weil das am Ende ist Intelligenz ja nur ein evolutionäres Werkzeug, was uns an die Hand gegeben wurde, was unser eigenes Fortdauern gewährleisten soll. Es gibt gewisse Spezies, die haben eine individuelle Intelligenz gar nicht nötig, wie zum Beispiel Ameisen leben trotzdem in großen Kolonien. Und ich glaube, die Frage ist, Pia, wird man grausamer mit zunehmender Intelligenz oder wirkt Grausamkeit bei großer Intelligenz eher als grausam? Weil du ihr eine bewusste Willensentscheidung unterstellst. Naja, wenn du dir mal anguckst, wie zum Beispiel bleiben wir bei den Ameisen. Wenn du dir anguckst, wie Ameisen Beute machen, dann erscheint das eher faszinierend als grausam. Wenn du jetzt aber mal sagen würdest, Ameisen besitzen eine individuelle Intelligenz, dann würdest du das als höchst grausam einstufen, was die machen. Und so glaube ich, vielleicht kann man das von der anderen Seite aufzäumen. Wobei es ist doch auch so, dass dass auch noch beim Menschen konkret sich das zeigt, dass in Machtpositionen mehr gefühlskalte, rücksichtslose Menschen, also mehr, ich glaube, Soziopathen sind doch dort, also mehr in Machtpositionen. Das heißt, auch bei Menschen ist die Grausamkeit oder zumindest die Nichtberücksichtigung anderer korreliert damit, an die Spitze zu kommen. Also, dass es damit zusammenhängt, an die Spitze zu kommen, ist richtig. Aber die Frage ist, ob die Leute auch, wenn sie so weitergehen würden, bis an ganz oben an die Spitze kommen. Also in der Führungsposition von einer Firma sehe ich einen Soziopathen auf jeden Fall. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Politiker hast, der in so eine Situation kommt, dann weißt du ja eigentlich schon, dass die Berichterstattung über das Handeln des Politikers viele Leute schon abschrecken wird. Nee. Also. Meint ihr Soziopathen oder Psychopathen? Ich will jetzt gar nicht wieder zu große politische Fässer aufmachen, aber wenn wir uns, sage ich mal, einfach nur in den letzten Jahren die mächtigsten Leute an den mächtigsten Ländern der Welt. It's a fraud! Wie viele Leute wurden von negativer Berichterstattung abgeschreckt? Nicht viele, also nicht genug. Wobei, also das hat auch bewiesen, du musst auch nicht unbedingt im klassischen Sinne intelligent sein, in manchen Ländern zumindest. Ich nenne es keine Namen, aber aber dann wäre halt wieder die Frage, da sind wir wieder an dem Punkt, was ist dumm und was ist intelligent? Naja, wenn auch wieder richtig. Intelligenz ist ja, du musst es ja immer an einer gewissen Bemessensgrundlage festmachen, an einem Durchschnittswert. Und wenn du dann die Menschheit als Durchschnittswert nimmst, dann gibt's natürlich, dann kannst du sagen, okay, der tritt durch seine Intelligenz hervor. Er vertritt dadurch aber niemals die Masse. Und wenn du in Demokratien bist, entscheidet nun mal die Mehrheit. Wenn du jemandem unterstellst, er ist intelligent, also er hebt sich von der Masse hervor, dann heißt das ja, dass die Leute, die ihn wählen, weniger intelligent sind. Was ja auch erklärt, weshalb jemand nicht unbedingt besonders intelligent sein muss, um gewählt zu werden. Er muss ja nur beliebt sein. Ja, aber das ist ja jetzt die Beschreibung dafür, warum jemand gewählt wird, nicht was Intelligenz ist. Ja. Naja, Intelligenz, sage ich ja, ist ja das, also okay, Intelligenz als solche hat natürlich verschiedene Facetten. So, da gibt es ja dieses Beispiel von ich glaube, es war Albert Einstein, oder es wird ihm zumindest zugeschrieben, ne, mit den 5, 6 verschiedenen Tieren, und dann ist die Aufgabenstellung, kletter auf den Baum. So. Und da kommt es natürlich
drauf an, wie das Tier beschaffen ist, ob es auf den Bau kommt und nicht aufgrund seiner Intelligenz oder so. Aber was ich meine ist, dass wenn... Das kenne ich gar nicht, ich bin verwirrt. Naja, da ist irgendwie eine Schule von Tieren, also was weiß ich, ein Fisch, ich denke mir das jetzt aus, weil ich die Tiere nicht mehr im Kopf habe, ein Fisch und ein Vogel und ein Orang-Utan und was auch immer, eine Schnecke und ein Panda-Bär. Und dann sagt der Lehrer, so Leute, jetzt klettert ihr mal alle auf den Baum. Und dann ist meinetwegen der Affe ist der schnellste oben und dann ist er der Beste in der Schule, was ja nicht heißt, dass er der Intelligenteste ist, so sinngemäß. Da gibt es auch tatsächlich recht bizarre Geschichten von Wissenschaftlern, die mit IQ-Tests halt irgendwie nachweisen wollten, dass es zwischen schwarzen und weißen Intelligenzunterschiede gibt, um es mal... Ich dachte, es ging bizarre Geschichten von Fischen, die auf Bäume klettern. Auch aber das, schade. Auch das gibt's auch, nee. und dann haben sie halt irgendwie Tests, also den gleichen Test irgendwie britischen Schülern aus wohlhabenden Gegenden und irgendwelchen Kindern aus Apartheid-Gegenden in Simbabwe gegeben und gesagt, dass das beweist dann, dass die Weißen schon im Schnitt intelligenter sind. Und obendrein waren da noch irgendwie, da wurde nicht mal geprüft, ob die überhaupt ausreichend Englisch gelernt haben, um den Test überhaupt ablegen zu können, weil der auf Englisch war. Und dann waren da englische Wörter wie Segelregatta drin, wo du auch erstmal wissen musstest, was ist das überhaupt? Und damit wurde dann festgemacht, aha, wir haben objektiv wissenschaftlich Intelligenz gemessen. Wir tun uns da als Menschheit schon noch schwer mit. Ja, da gibt es aber auch, also genau wegen dieser Studie gibt es ja quasi das RE-Projekt, wo das Ganze dann einfach nochmal mit Kindern in allgemein England durchgeführt wurde. Und aufgrund von diesem Test wurde ja zum Beispiel auch festgehalten, dass man mit IQ nicht die Intelligenz von Menschen bestimmen kann, weil IQ eigentlich mehr über den Bildungsgrad aussagt, genau, und weniger über den Intelligenzgrad und einfach nur damit zu tun hat, wie viel Bildungschancen, Möglichkeiten du hast, weil du das alles einfach lernen kannst. Und deswegen kannst du ja auch für einen IQ-Test, also du kannst ja lernen, damit du besser abschneidest darin. Genau. Deswegen Intelligenz messen ist halt unfassbar schwer, weil wo fängst du halt an und wo hörst du auf? Für jemanden, der, sag ich mal, sehr naturverbunden lebt, aus welchen Gründen auch immer, und der dafür sich darum kümmern muss, dass er halt überlebt, ist es halt sehr intelligent, wenn er damit halt klarkommt, wenn er sich selbst ernähren kann, wenn er sich damit auskennt, wie die Witterungsverhältnisse sind. Für jemanden von uns, mir kann es egal sein, ob ich sehe, dass es morgen regnet oder nicht, weil ich sitze sowieso vorm Bildschirm. So. Das ist halt. Aber um den Kreis wieder zu schließen, es wäre natürlich schon ein faszinierender Intelligenztest, wenn man sagen würde, wir haben hier eine Welt nur aus Maurices, nur aus Piers, nur aus Nielsen und so weiter. Mhm. Und dann gucken wir, welche von diesen Welten nach 100 Jahren oder so am besten dran ist. Da könnte man dann schon was draus ableiten über unsere Intelligenz. Ja, also ich glaube, man könnte zumindest was über die Aussagekraft von Intelligenztests aussagen, wenn du nämlich eine Welt hast von nur Maurice, also alle haben den gleichen genetischen Hintergrund und alle sind aber in komplett unterschiedlichen Klientelen groß geworden, dann müsste ja trotzdem bei jedem der Intelligenztest in einem sehr nah beieinander liegenden Bereich sein. Wenn der sich genauso unterscheidet wie in unserer Welt, wo ja auch jeder noch irgendwie eine andere Genetik mitbringt, dann das wäre dann ja auch eine interessante Aussage. Das stimmt. Ja, jetzt bin ich neugierig. Glaubt ihr, würde bei euch jeweils eine Welt aussehen mit nur euch nach 100 Jahren? Also was für eine Welt wäre da geschaffen worden? Ich bräuchte eine Sekunde, um darauf zu antworten. Ich würde jetzt mal erst ganz schnell mein ganzes Crusader Kings 3 Let's Play auf YouTube löschen. Darf ich mal kurz hinweisen drauf, Pia, dass ich gerade eine moralisch noble Dynastie spiele und eine Religion der Weisheit und Toleranz gegründet habe mit meinem Papst in Jerusalem. Also Toleranz und Weisheit sind auch Sachen der Perspektive. Ja, schon. Aber es wäre ja eine Welt nur aus Maurice, so hätten wir alle die gleiche Perspektive. Ja, meine Perspektive ist auch schön. Also, ist das richtig, dass alle die gleiche Perspektive hätten, wenn wir schon gesagt haben, dass wir ja verschiedene Sachen gelernt haben, beziehungsweise da auch verschiedene Sachen anlernen?
Jetzt verkompliziere es mal nicht. Welche Welt hättest du nach 100 Jahren gebaut? Ja, aber es ist ja eine Tatsache, dass bestimmte Ängste ja auch gelernt sein können. Und Ängste führen gleichzeitig auch zu Dingen wie zum Beispiel Rassismus und anderen Dingen. Ja, so würde halt auch mal Toleranz mit eingeben. Also Rassismus ist, glaube ich, das eine Übel, das halt wirklich eliminiert sein muss, wenn die Welt nur aus Leuten mit der gleichen Gensaat besteht. Naja, aber ich glaube, da würde was anderes an die Stelle treten, weil dadurch, dass natürlich auch, es ist ja auch biologisch erwiesen, dass es keinen Unterschied gibt bei Menschen, was ihre Herkunft angeht und ihre Intelligenz. Also du kannst de facto, Menschen sehen zwar sehr unterschiedlich aus, aber sie sind nicht unterschiedlich intelligenzbegabt. So, das ist ja genauso widerlegt, so dass es, wenn ihr alle gleich aussehen würdet, dann würde eine andere Form von Rassismus auf den Plan treten und dann der würde sich anders anziehen, aber der Grundgedanke, der ist ja, kommt ja aus dem Menschen heraus, das wäre einfach dann anders verargumentiert. Einfaches Bodyshaming würde das vielleicht schon ersetzen, dass die Person, die, wenn sie den gleichen Hintergrund hat, trotzdem einen Tag öfter gelaufen ist, weniger dick ist und in dem Moment dann theoretisch nicht verurteilt wird oder verurteilt wird. Was ich interessant fände, ist, weil ich glaube, dass so Schichten zum Beispiel, ne, so du wächst mit einem gewissen Selbstverständnis auf und wenn du jetzt ein Akademikerkind bist, dann ist dein Selbstverständnis, deine Realität, ja klar, ich mache Abitur, ich studiere, ich werde irgendwie was auch immer, Arzt, Anwalt oder so weiter. Weil das eben auch die Erwartungshaltung deiner Eltern ist, weil das die Realität deiner Eltern ist. Natürlich macht mein Kind diesen Weg. Wenn du jetzt vielleicht aus einer anderen Schicht kommst, wo die Realität ist, okay, pass auf, du gehst bis 15 zur Schule, danach machst du eine Lehre. Vielleicht auch noch in einem Bereich, der auch irgendwie familiär irgendwie schon eingegrenzt ist, dann ist das vielleicht deine Realität. Und es ist viel schwieriger für jemanden, dessen komplettes Umfeld sagt, okay, du musst kein Abitur machen, niemand hat von uns Abitur gemacht, niemand hat studiert, so. Das ist viel schwieriger für den, glaube ich, so auf diese Schiene zu wechseln, als für jemanden, für den das schon familiär bedingt selbstverständlich ist. Es wäre interessant zu sehen, wenn die Welt jetzt voller Maurice ist zum Beispiel, ob jeder sein Potenzial, was er irgendwie hat, abruft oder ob dein Potenzial vielleicht auch ganz woanders liegt, weil du bist ja sicherlich auch familiär geprägt und hast das wegen einem gewissen Weg genommen. Vielleicht ist der dominante Maurice so, also vielleicht der beste Schneider der Welt, vielleicht ist das eigentlich eher so dein Ding. Das und du kann bist sein. Gar nicht auf die Idee gekommen, ja, weil für dein Selbstverständnis ist ja klar, du machst Abitur, studierst irgendwas, whatever. Das geht ja auch noch in eine andere Richtung weiter, also das auf jeden Fall. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir ja zum Beispiel viel Ungleichheit oder Chancenungleich auch einfach zum Beispiel aus Krankheiten heraus haben. Und dann erfährst du so Dinge wie, dass 98% von zum Beispiel körperlichen Behinderungen nicht angeboren sind, sondern erst im Laufe des Lebens entstehen aufgrund von Krankheiten, Unfällen oder anderen Dingen. Das bedeutet, alleine dadurch kriegst du ja schon, auch wenn wir alle auf Null starten, kriegst du ja allein dadurch schon im Laufe der ersten 10 Jahre totale Differenzen darin, wie viel Potenzial man vielleicht auch nutzen kann. Weil ich glaube, auch wenn wir alle niemanden bewusst diskriminieren, würde ich es mir nicht zutrauen, eine Welt zu erschaffen, die völlig diskriminierungsfrei ist und alle gleichermaßen so eingliedert, wie sie es brauchen. Das heißt, allein dadurch schaffst du ja dann wieder Problematiken, die dann wieder neben der Bildung herfahren, auch wenn alle Peers sind. Das stimmt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was in meiner Welt wäre, wir hatten das Thema schon mal, Pia, der Fußball wäre nicht der Weltsport, das Ritterturnier wäre der Weltsport. Ich glaube, da würden sich alle Maurices drauf einigen können, dass unabhängig von ihrer Prägung, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich halte dagegen, also, weißt du warum? Weil du bist jemand, der gerne Rittersport schaut, aber du bist jemand, der das nicht ausüben würde. Und wenn der Planet nur von dir existiert, wer soll der Ritter sein? Dann gäbe es gar keinen Sport tatsächlich. Es gäbe keinen Fußball, es gäbe keinen organisierten Sport, das stimmt, weil ich auf nichts davon Bock habe. Wie grausam wäre das? Gar keinen Sport. Aber ist das realistisch? Wenn ich mir jetzt überlege, mein Leben, was sich ja dann bei den anderen teilweise unterscheidet, gab es einen Punkt, wo ich Fußball mit meinen Nachbarn gespielt habe. Und hätte ich damals nicht vielleicht 4-5 Mal zu oft den Ball absichtlich ins Gesicht geschossen bekommen, hätte ich vielleicht mit denen auch weiter Fußball gespielt. Bedeutet, das hätte auch wahrscheinlich dazu geführt, dass man vielleicht Interesse an einem Verein gekriegt hätte und vielleicht sogar
prädestiniert dafür gewesen wäre, irgendwann Fußballer zu werden. Ja, aber siehst du, obwohl ich heute gar nichts mehr damit anfangen kann. Ja, aber das ist der Unterschied zwischen uns. Ich habe nie mit den Nachbarn Fußball gespielt. Das heißt, bei aber dir... Aber hättest du auch andere Nachbarn? Du hattest ja, auch nie irgendwie ein Tischtennis-Table ja oder sowas Fußball gespielt? Haben. Also es geht ja jetzt allgemein um jeglichen Sport, nicht nur um Fußball jetzt in meiner Perspektive. Das ist, wenn es Curling ist oder selbst wenn es irgendwas anderes in Richtung ist. Ich war ein sehr faules Kind, das zu einem sehr faulen Erwachsenen geworden ist. Aber es würde sich ja alleine dadurch verändern, weil wir wissen ja beide, dass auch wenn du Sport scheiße findest, findest du Ritterturniere richtig cool. Das heißt, es gäbe Ritterturniere und Ritterturniere sind eine körperliche quasi Beanspruchung. Und dadurch würden Leute zwangsweise wieder zum Sport kommen, weil dann findest du raus, was du für andere sportliche Betätigungen machen kannst, um bei deinem Ritterturnier besser abzuschneiden. Und tada, hast du Laufen erfunden. Ja, ich glaube, da würde ich mich halt dann durchquälen. Klar, es gäbe schon körperliche Ertüchtigung, weil manche Maurices irgendwann schon auf den Trichter kommen würden, so, man sollte vielleicht nicht irgendwie zu gebrechlich werden. Das würde denen aber allen keinen Spaß machen. Das heißt, wir würden dann schon vielleicht mal laufen oder sowas, aber wir würden nicht Stadien bauen, um zu laufen, um die Wette und das in der Welt ausstrahlen und daran Freude haben. Das wäre, wenn, dann dem Turnier vorbehalten. Also ich lege nochmal einen anderen Aspekt rein. Und zwar den Aspekt des Wettbewerbs und des Nischensuchens. Mhm. Wenn du egal in welcher Welt du lebst, und vielleicht ist das sogar dann nochmal sehr viel konzentrierter, wenn die Welt nur aus dir besteht. Oh, ich weiß, worauf du hinaus willst, glaube ich. Weil du sehr gleich bist, beackerst du dieselben Dinge. Das bedeutet, es wird auch Leute geben, die sehr viel besser sind als du, und alle suchen nach dem Gleichen. Das führt automatisch zu Gegenbewegung, weil du möchtest dir immer eine Nische suchen, in der du erfolgreich bist. Die Evolution in a nutshell sozusagen. Oder in einem Wasserglas in dem Fall. Das bedeutet, es würde vielleicht auch Maurice geben, die sagen, ey, pass auf, in den und den Aspekten, das ist mir viel, weil ich faul bin, ist mir das viel zu anstrengend, mich dieser Leistungsdichte zu stellen, die ja in den Dingen, die du gerne magst, eben sehr stark verdichtet ist, weil alle das machen. Das bedeutet, es würde Maurice geben, die sagen, ey, weißt du was, ich suche mir irgendwas, was keiner macht. Und das dem Fall auch Sport sein. Und auf einmal hast du irgendwie... Hast du irgendwelche Maurice, die diese Nische für sich entdeckt haben und merken, ey, fuck, ich bin zwar grundsätzlich immer noch faul und hab nicht so die Lust, aber irgendwie, das gibt mir ein Erfolgserlebnis, das gibt mir positive Rückmeldung, ich bin körperlich fitter, ich sehe vielleicht besser aus, hab mehr Muskeln. Das wiederum gibt mir eine Form von Rückmeldung, die dazu führt, dass ich total motiviert bin. Dann gibt's wieder andere Maurice, die sehen das und sagen für sich, ey, das will ich auch. Und schon hast du quasi auch innerhalb deiner inzestiösen Gesellschaft Sport entwickelt. Du meinst, es wäre dann so ein Hipster-Kult aus Fußballern, der sich da... Ich finde das absolut korrekt, aber ich muss ein großes Aber aussprechen. Schönheit und Attraktivität ist subjektiv. In einer Welt voller Maurice wäre die Nische nicht zwangsweise die besser aussehen, sondern ich glaube, die Masse würde halt entscheiden, wer wie wo besser aussieht. Das heißt, ich glaube nicht, dass man argumentieren kann, ja, du würdest dann einem jetzigen Schönheitsideal entsprechen und das macht einen Unterschied. Wir hätten ja wieder ein ganz eigenes Schönheitsideal, das sich völlig unabhängig entwickeln würde von dem, was wir jetzt als Schönheitsideal kennen. Schönheitsideal eines Mannes oder einer Frau? Wie Loki disst, als nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Nein, was? Das würde ich nicht sagen. Ich muss nur sagen, dann würden sportliche Leute würden dann so, der macht Sport, so. Das stimmt, so richtig so ekelhaft muskulös. Der macht was für seinen Körper. Das stimmt, ja. Das Schönheitsideal wäre natürlich eindeutig eine schneidige Ritterrüstung. Das ist ja ganz, ganz klar. Aber ich finde das, was Nils sagt, ergibt eine Menge Sinn. Und natürlich auch, was Nischen suchen und so angeht. Wir hätten alle kollektiv das Problem, dass nur eine recht kleine Anzahl unserer selbst, den Weg beschreiten könnte, den wir aktuell in dieser Realität beschreiten, weil es können ja nicht alle Leute Entertainment-Produzenten sein. Außer man lacht über seine eigenen Witze. Oh, ja, wir hätten halt dann lauter Streamer, die alle einen Zuschauer haben oder sowas, oder gar keinen. Mache ich gerne den Job, kein Problem. Das heißt, es muss halt tatsächlich, die Mehrheit der Leute müsste sich eigentlich einen sehr anderen Lebensweg suchen, als den das Original in unserem Fall hat. Ganz genau so ist es. Und das liegt, wenn ihr mal eure eigene Biografie anschaut,
dann ist das ja ganz oft auch eine Ansammlung von Gelegenheiten und von Glück. Das stimmt. Von Zufällen. Hm. Zum Beispiel Maurice ist ja im Grunde auch nicht den klassischen Weg eines Streamers gegangen, sondern also wir, im Prinzip, wir treffen uns jetzt hier alle vier in diesem einen Raum, ja, wo unsere Leben sich überschneiden. Aber jeder von uns hat vermutlich, ich kenne euch alle gar nicht so gut, aber ich glaube, dass jeder von euch eine ganz unterschiedliche Biografie hat, die ihn das an diesen stimmt. Punkt gebracht hat. So. Ich denke definitiv, dass das der Fall ist. Es gibt sicher auch unterschiedliche Gründe, warum wir gerade hier noch sitzen. Aber weil wir nicht bei Mario Kart eingeladen sind, ja. Weil ich nicht aufstehen will. Aber wir sitzen auch einfach, ich möchte das ganz kurz anbringen, seit 40 Minuten in diesem Voice, ne? Und philosophieren und keiner möchte gehen. Ja, das ist ja auch irgendwie ganz spaßig, weil also ich finde es auch immer ganz interessant, dann mit euch auch mal nicht irgendwie themengebunden zu sein oder, ne? Also wir, meistens treffen wir uns ja, weil wir dann irgendwie was zocken zusammen oder so. Und dann bist du natürlich, ist das Spiel die Bühne. Mhm. In der, so, und du verlässt die Bühne nicht einfach. Und jetzt sind wir frei und können einfach mal Open Mic machen. Schaut, was wir damit machen. Mit ja, ich finde es ganz interessant. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Warum? Warum? Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das erste und letzte Mal, als ich mich wirklich mit Nils unterhalten habe, hat er mir einfach, ich glaube, eine Stunde über Hamster erzählt. Und irgendwie habe ich damit gerechnet, dass du diese Hamstergeschichte einfach erzählst oder generell. Wie, dass ich immer dieselbe Geschichte erzähle, meinst du, oder was? Ja, aber das ist halt wirklich mit allen Leuten, vor denen ich mal angesprochen habe, dass ich deinen Sarkasmus nicht verstehe und auch angesprochen habe, dass du mir über Hamster erzählt hast und ich nicht weiß, ob diese Hamster existieren. Jede einzelne Person kennt diese Hamstergeschichte. Ja, aber ich habe die tatsächlich in einem Almost Daily, ist unser Talkformat bei Rocket Beans, was derzeit nicht mehr so produziert wird, aber halt vor vielen Jahren. Da habe ich die, glaube ich, mal erzählt. Aber ich habe mit Sicherheit nicht jeder einzelnen Person, mit der ich einen Dialog geführt habe, diese Geschichte erzählt. Also wenn die jemanden kennt, dann kennen die allermeisten, kennen die aus diesen Almost Dailies. Aber so gut wie niemand kennt die aus einem Dialog mit mir. Echt? Ich dachte, das wäre so dein Markenzeichen. Nein, überhaupt nicht. Oh Gott, ich hasse Markenzeichen. Ich hasse es, dieselben Geschichten zu erzählen. Wirklich, es gibt so Leute, die erzählen, haben mir auch schon 3, 4, 5 Mal dieselbe Geschichte erzählt. Und dann sagt man denen, ja stimmt, hast du schon mal erzählt. Und die erzählen die einfach trotzdem zu Ende. So wie so eine Schallplatte, die keine Pausetaste hat. Nee, ich hab die jetzt angefangen, ich erzähle die zu Ende. Du kannst mir 3 Mal sagen, dass du sie schon kennst, das ist mir völlig egal. Da muss man halt auch konsequent sein. Ja, und ich will nicht so sein. Deswegen fange ich jede Geschichte an, ganz kurz, ich hab's euch schon mal erzählt, aber vielleicht gibt's ja noch 2 neue Leute, weil ich will nicht dieser Typ sein. Ah, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Nee, ich hab versucht, eine Info zu finden. Mich würde interessieren, was Markenzeichen sind, die Pia sonst im Kopf hat, was Leute angeht. Wenn sie das dir zuordnet, hat sie das bei anderen Leuten auch. Markenzeichen? Ja, also bei Maurice sagst, ist es unfassbar leicht. Jetzt bin ich gespannt. Maurice führt alle Kinder in den Wald. Ja. Out of Context ist das nicht die beste Sache, aber okay. Es wird mit Kontext nur schlimmer. Lass mich dir den Kontext geben. Okay, dann lassen wir jetzt out of Context. Der Kontext ist tatsächlich, dass also ich wollte Kaiser werden. Es geht um Crusader Kings 3. Das ist ein Kontext, der zählt, weil ich wollte Kaiser werden. Alleine ist erstmal ambitioniert, wenn ich das so höre in der heutigen Zeit. Ja, ich will auch echt nicht Nein sagen, aber ich beginne mich erstmal mit dem Spiel. Und irgendwie, die wollten halt einen 8-Jährigen wählen, die Kurfürsten. Und der könnte ja das Land nicht gut führen. Und ich war Zweiter. Und da habe ich gedacht, es wäre doch für alle besser, wenn der jetzt nicht mehr auf der Wahlliste stünde, dieser 8-Jährige. Völlig verständlich. Zufällig hatte ich halt einen Charakter, der geskillt war auf Ränkespiel, womit du halt Kinder in den Wald führen wo kannst. Leute umbringen kannst, ja. Was dann passiert ist, dass rauskam, die Kurfürsten sind recht entschlossen, wen anders als mich zu wählen. Die haben immer neue 8-Jährige irgendwo ausgegraben. Aus irgendwelchen Nebenlinien des alten Kaisers. Ich wusste irgendwann echt nicht mehr, wo die alle hergekommen sind. Aber irgendwann vielleicht war wollten sie einfach nur dich nicht, Maurice. Ja, offensichtlich. Aber du bist ja irgendwann auf dem Punkt, du kannst ja nicht irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt
fünf Kinder umgebracht. No return. Jetzt akzeptiere ich, dass das alles umsonst war. Oder ich bringe halt noch ein sechstes um und hoffe, dass es diesmal klappt. Du kannst ja irgendwann nicht mehr aufhören. Und Crusader Kings hat überraschend oft, das nimmt dann immer ein Zufallsevent, wie du die Tat begehst. Und das war halt sehr häufig, dass die auf einer Jagd im Wald verloren gingen. Das ist der eine Kontextpunkt. Der zweite Kontextpunkt ist, dass ich in meinem Siedler-Video mich echauffiert habe darüber, dass der Förster nicht mehr im Spiel ist und dass ich am Ende erzürnt weggestürmt bin und gesagt habe, ich werde jetzt auch Förster, weil ich auch keinen Bock mehr auf Gaming habe. Diese beiden Dinger zusammen haben sich in meinem Chat formiert dazu, dass ich der grässlichste Horror-Förster der Welt bin. Und dann kommt irgendwann neulich im Spiel bei einem Charakter, den ich gespielt habe, in dem ich auswürfle, ob er moralisch ist oder nicht, weil er den Sprunghaft-Trait hat. Und ich dachte, ich mache den Stream witzig. Ne? Alles für Brot und Spiele und so. Der ist so grausam geworden, dass das Spiel mir das Event der Wald meiner Träume gegeben hat. Poetisch. Jetzt ratet mal, was der Wald seiner Träume war. Der Wald der Achtjährigen. Nein, es ist viel schlimmer. Es ist tatsächlich noch schlimmer. Der Wald ist eine reine Metapher in dem Fall. Es sind keine Bäume darin. Er wollte einen Wald aus gepfählten Verbrechern um seine diese Hauptstadt war zufälligerweise auch noch ausgerechnet Jerusalem. Er wollte einen Wald aus gepfählten Verbrechern um Jerusalem. Also das Spiel hat den schlimmsten Running Gag in meinem Chat gesehen und halt ernsthaft auf die schlimmstmögliche Weise darauf reagiert. Und ich wasche alle. Ich hab's dann gemacht, aber auch nur, weil der Würfel ist. Wie also, immer. Ihr habt jetzt diese Geschichte gehört und ich würde jetzt gerne die unterschiedlichen Chats fragen. Wer von euch glaubt an so viele Zufälle? Wow! was ist das denn jetzt hier für eine Unterstellung? Es ist nur eine Frage. Also, das ist aber schon eine aufgeladene Frage. Um's mal. Also schon, oder? Also. Ich fand aber, Maurice, ich fand den Beginn deiner Geschichte eigentlich total interessant. Jetzt sind wir wieder beim Thema Moral. Okay. Weil, wenn du sagst, du bist Monarch und wenn es diesen Achtjährigen nicht gibt, kommst du in die Position des Königs und kannst von dort aus das Land in eine gewisse Richtung lenken. Und du bist der festen Überzeugung, dass du das Land moralisch korrekt lenkst und dadurch viele Leben verbessern oder auch einige retten kannst. Jetzt steht dir aber dieser Achtjährige gegenüber und dein Gefühl ist okay, der hat psychopathische Tendenzen, der ist komplett unberechenbar. Ja. Der ist Sadist. Ja, ganz schlimm. So, nee, aber jetzt nicht, ich meine gar nicht in Crusader Kings, sondern ich meine sogar in echt. Okay, und dann musst du entscheiden, okay, pass auf, wenn du jetzt diesen Achtjährigen um die Ecke bringst, dann begehst du natürlich irgendwie Kindermord. Auf der anderen Seite bringst du dich in die Position, sehr, sehr viel Gutes zu tun. Und wenn der Achtjährige auf dem Thron sitzt, würde, sagen wir, rein mathematisch, zynisch mathematisch betrachtet, wäre vielleicht die Menge an Übel und an amoralischem Handeln wäre sehr viel größer, als wenn du König wärst. Ab wann ist für dich sozusagen dann der Mord an diesem Achtjährigen gerechtfertigt? Es ist ich weiß es zu schätzen, Nils, dass du wirklich noch sehr viele Faktoren in diese Geschichte reininterpretierst, die irgendwie dazu führen könnten, also die den Mord an dem Achtjährigen irgendwie plausibler, aber das war ja alles nicht gegeben. Der hatte keine schlimmen Eigenschaften, ich war auch kein sonderlich kompetenter Herrscher. Also all diese lindernden Umstände, die du anführst, die kann ich nicht rechtmäßig für mich beanspruchen, weil sie alle nicht da waren. Ich hatte halt Bock auf eine fette Krone und fand, dass die auf einem Achtjährigen nicht so gut aussehen würde wie ist auf mir. Ist ja auch mir. Zu groß für seinen Kopf. Für den Nacken ist das auch ganz schädlich. So hat jemand mal in Crusader Kings ein achtjähriges Modell mit dieser fetten Krone auf? Das sieht total dumm aus. Das geht auf dem Rücken, dann kriegst du Schulterverspannungen. Oh, ja. Dann hast du chronisch... Hast du einfach chronisch zu einem Kind des Waldes zu machen, chronisch. Ganz klar. Aber ich meine, jetzt sind wir natürlich, also wir sind gar nicht mehr weit entfernt, Nils, von der klassischen moralischen Zeitreisefrage. Ist es okay, zurückzureisen und zum Beispiel Hitler als Kind abzuservieren oder sowas? Also hast du. Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja denken, bevor ich Dinge sage, weil sonst wird's problematisch.
Die rote, das rote Licht ist gerade, ne? Alarmstufe Rot ist gerade angegangen. Das ist schon, jetzt kommen wir in wilde Dinge. Ja, ich wünschte, man könnte das ein bisschen, jeder weiß ja, was gemeint ist, aber wir können uns ja auch in fiktive Welten flüchten. Du kannst ja irgendwo, du findest irgendwo eine Analogie, geh zu Star Trek, rede von Khan. Was würde passieren, wenn man in die Zeit zurückreist, also würde Khan auf dem Klingonen-Planeten irgendwie. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich meine die Frage, weil wir kamen ja vorhin wirklich daher, dass wir über Moral gesprochen haben und was ist Moral und so weiter. Ja. Und das, ich finde, anhand dieser Fragestellung, da wird sich niemand leicht tun, sie zu beantworten. Und wenn sich jemand leicht tut, dann kannst du ja sozusagen die Geschichte noch ein bisschen mehr in die andere Richtung ausformulieren, sodass es ein bisschen schwieriger für jeden Einzelnen wird. Wo verortest du deine persönliche Moral? Und anhand der Unmöglichkeit, so eine Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, siehst du schon, dass es gar keine objektive Moral geben kann. Moment, hast du jetzt gerade im Grunde eingeräumt, dass du diese Geschichte so weit drehen wirst, bis ich sagen werde, ja, Nils, unter diesen Umständen fände ich Kindermord auch im echten Leben akzeptabel. Du hast die Geschichte ausreichend an diesen Punkt gebracht, dass ich in dem Fall wohl sagen würde, ja, zum Wohle aller muss dann wohl der Achtjährige wirklich in den Wald. Ist das hier dein Ziel? Also erstmal finde ich schön, dass du selbst dafür gesorgt hast, dass in den Wald gehen so eine feststehende Metapher für etwas das ist. Das ist mein Chat, unterstützt von Pia da drüben. Also, naja, ich du hast die Wortwahl ja auch adaptiert. So ich habe hier nicht. Gar nichts gesagt, gemacht, getan. Ich bin hier nur hier und genieße. Ach so. Okay. Ja, so kennt man dich. Nichts sagen und genießen. So kennt man dich. Man kennt mich nichts sagend. Das ist, glaube ich, echt ein Missverständnis hier. Hast du mich vielleicht bei Twitter gemutet und vergessen, es wegzumachen? Ich werde das nie vergessen. Mein zweiter Stream mit Kalle, eine der ersten Sachen, die er mir sagt, erstmal, ja, du redest ja schon sehr viel. Das ist mir schon aufgefallen. Und das zweite war, ja, meine Freundin ist genauso. Oh. Also ein Aspekt scheint er schon an dir sehr gut zu finden. Das ist die Frage. Vielleicht ist das auch der eine Aspekt, den er an mir nicht so gut findet. Ja. Das ist ja nicht alles Auslegungsfrage, das stimmt. Das will ich jetzt nicht interpretieren. Im Gegensatz zu Pia trete ich ja nicht an, um in Streams Beziehungen zu zerbrechen. Ja, also das ist auch einfach sehr übertrieben dargestellt. Ich verstehe das, den Kontext dazu auch nicht. Ich glaube. Das ist ganz simpel runtergebrochen. Ich hätte gerne ein Pferd. Okay. Und Kim hat mir halt angeboten, dass sie meine Reitbeteiligung wäre. Und ich habe einfach nur ganz diplomatisch, also ich habe ja nicht den Ursprung gesehen, sondern Johnny hat Dinge angedeutet und dann habe ich angebracht, dass wenn Kim keine Beziehung mehr hätte, dann hätte sie ja auch mehr Zeit für mein Pferd. Mehr habe ich nicht gesagt. Und du hast schon noch ein bisschen versucht, moralisch Johnny reinzuschämen, dass er seine Gewinne vom Schachturnier nutzt, um dieses Pferd zu kaufen. Nein, das wäre dann ein anderes Pferd. Das wäre dann Kims Pferd. Ja, aber okay. Okay, also selbst mit Kontext. Ja. Ist das ein Steak? Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich mir selber keine gute parallele Welt zutrauen würde. Ich glaube, ich hätte manipulative Tendenzen. Vielleicht. Oh, was heißt Tendenzen? Also. Ja, also. Vor allem, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich das Gegenüber von mir kenne, wäre das ja noch viel schwieriger für mich. Ich glaube, da bin ich zu. Aber was mich mal noch interessieren würde, ist, wenn wir von einer Parallelwelt ausgehen, wo nicht alle wir sind, sondern nur eine andere Version von uns, wo vielleicht eine Sache anders gelaufen ist oder sowas. Was wäre, glaube ich, der wahrscheinlichste Lebensweg, den diese alternative Version von euch hätte? Also was wärt ihr geworden, wenn ihr nicht ihr geworden wärt? Was glaubt ihr? Ich dachte, das wäre schon die ganze Zeit das Thema. Wir haben eine Welt, in der wir alle so sind, aber jetzt nur eine Parallelwelt, in der sich also, nur bei uns selber was unterscheidet. Also eine Sache. Ja, genau. Also was denkst du, war vielleicht irgendwie die größte Wegscheidung in deinem Leben, wo auch sehr leicht du den anderen Weg hättest gehen können? Was wäre bei rausgekommen? Oh, da gab es viele. Ja, also ich wüsste schon auf jeden Fall was. Oh, hau raus.
Aber die Geschichte habe ich schon mal erzählt, das muss ich einen Disclaimer stellen jetzt. Hat sie Hamster mit drin? Sei nicht der eine Dude. Sei nicht dieser Typ, Nils. Hast du sie uns schon mal erzählt, ist die Frage. Wir sind ja unter uns. Nee, aber also rein, also jetzt beruflich vermutlich, aber auch damit einhergehend ist das eine Weichenstellung, die da auch in andere Dinge übers Berufliche hinaus bei mir auf jeden Fall was verändert hat. Bei mir war das tatsächlich damals, würde ich jetzt sagen, als ich bei Giga TV, NBC Giga damals vor, was war das, 2004 oder so, quasi den Job bekommen habe. Überhaupt dort sozusagen als Moderator in diese Sendung zu kommen. Mhm. Wenn ich mir angucke, was das alles verändert hat, also auch räumlich, ich bin dann auch weggezogen und so, bin dann hier aus dem Norden dann nach Düsseldorf gezogen und so weiter. Das hat so viel, auch mein soziales Umfeld, wen ich kennengelernt habe und so weiter. Also das hat so viel verändert und geprägt, auch meinen beruflichen Weg. Also das wäre, wenn ich diese eine Weiche ändern würde, wenn ich sage, okay, ich hätte diese Bewerbung nicht abgeschickt. Und ich kann im Prinzip genau, ich kann doch sozusagen herleiten, warum ich überhaupt die Bewerbung abgeschickt habe. Nämlich, weil ich in diese eine Folge dieser Sendung, Giga Games hieß die damals, gesehen habe, wie die dort gesagt haben, ey, wir brauchen neue Leute, bewerbt euch. Und wenn ich diese 2 Minuten nicht gesehen hätte, Alter, hätte ich diese Bewerbung nicht geschickt. Und also diese Zufallskette, dass ich da überhaupt gelandet bin, ist so fehleranfällig. Das sind so viele Situationen, wo etwas hätte minimal anders laufen müssen und es wäre anders gekommen. Also das ist auf jeden Fall das, was mir als erstes einfällt, so als Weichenstellung. Ich wäre ein komplett anderer Mensch jetzt auf jeden Fall. Hattest du einen Backup-Plan? Also was wäre Nils B geworden, wenn er sich nicht bei Giga beworben hätte? Also ich habe zu der Zeit völlig orientierungslos vor mich hin studiert und das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Also das, vielleicht wäre ich in die Werbung gegangen, vielleicht wäre ich zu einer Werbeagentur gegangen, vielleicht hätte ich irgendwann nochmal Geschichte studiert oder wäre Zoowärter geworden oder whatever. Ich habe, also man muss zu der Zeit sagen, heutzutage, das klingt jetzt, alter Mann erzählt von früher, ne? Aber heutzutage ist das ja so einfach zu sagen, Erfolg ist nicht einfach, aber du kannst zumindest sagen, ich probiere es, dass du Streamer wirst, dass du YouTube-Videos machst. Mhm. Ich hab zu meiner Seite, als ich jung war, habe ich mit Mario Paint und der VHS-Kamera mit meinem Vater und 2 Videorekordern habe ich so Videos produziert, selbst geschnitten mit 2 Videorekordern und irgendwie so Animation mit Mario Paint gemacht. Also wirklich alter Mann. Das ist jetzt wirklich alter Mann erzählt von früher. Aber ich meine, heutzutage hast du ja so viel mehr Möglichkeiten, dich diesbezüglich auszutoben. Jedes und zu scheiß gucken. Handy kann mehr mittlerweile. Jeder Scheiß kann mehr. Und du hast halt Twitch, du hast YouTube, du kannst dich überall darstellen und es ausprobieren. Und damals war halt der Zugang in die Medienwelt war so eng, war so ein Nadelöhr, dass allein für mich jetzt, dass ich damals bei Giga überhaupt angenommen wurde, ich glaube, mir wurde mal erzählt, da haben sich 2000 Leute beworben auf diesen einen Platz. Wow. So, Scheiße. Das heißt, du kannst ja überhaupt nicht, das ist ja purer Zufall, so. Das kannst du ja nicht, da kannst du ja nicht die Uhr nachstellen. Das finde ich auch immer sehr faszinierend, also wie viel in unserem Leben dann doch, bei allem, was wir natürlich, ne, da gehört ja immer auch eigene Leistung dazu und sowas, wie viel dann wirklich doch auch bisschen Glück ist. Bei mir ist es so, ich kam so in die Medienwelt, als gerade dieser Wandel im Gang war, aber noch nicht abgeschlossen. Also als so zum Beispiel es schon noch Neuland war, dass eine Spielezeitschrift auch mal eine Website hat. So. Mhm. Und das heißt, ich hätte, glaube ich, schon mehr Optionen gehabt, aber es waren auch noch nicht endlos viele. Und bei mir ist es nicht unähnlich wie bei dir, dass es auch mehrfach relativ knapp gewesen ist, dass ich bei der GameStar bleibe, weil ich tatsächlich 2-mal nicht im ersten Anlauf weiter angestellt wurde. Also nach dem Praktikum hat mich jemand anderes ausgestochen und nachdem ich dann doch nochmal als freier Autor ein bisschen rumgewurstelt und als Trainee angestellt wurde, war dann danach für eine feste Redakteurstelle erstmal kein Budget da. Und das ist dann frei geworden, weil kurz darauf jemand anderes gekündigt hat. Achso, ich dachte, weil du vielleicht mit jemandem im Wald spazieren warst, aber ich hab auch ja, er hat gekündigt, ist die offizielle. Es gibt vielleicht, es geht um André Peschke, der jetzt auf ein Bier macht. Dass es ein Video gibt, wo ich ihn verprügle im GameStar-Büro, hat nichts damit zu tun, dass er dann weggegangen ist, um eine Stelle für mich freizumachen. Hat den mal jemand gesehen im Laufe des letzten Jahres? Ja. Ich frage einen Freund.
Freund, also persönlich? Es ist sehr ominös, Pia, gut, dass du fragst. Er macht seitdem nur Podcasts, wo man ihn nur hören muss und nicht sehen muss. Du belastest dich gerade sehr stark selbst. Ja, aber wir sind ja noch längst nicht so weit, dass man eine Stimme synthetisieren könnte. Also André Peschke lebt, der lebt. Da sind wir aber noch nicht weit weg von. Ja, also, wissen wir, wie seine Stimme wirklich klingt. Das kann gar nicht sein. Wie lange vermisst man ihn denn schon? Weiß doch überhaupt jemand, wie er klingt. Jetzt werden hier die Fragen gestellt. Also ich habe gehört, eine Lara Loft kann ihre Stimmen sehr, sehr gut verändern. Wer weiß, vielleicht ist sie auch André. Das wäre faszinierend. Aber da war bei mir mehrfach ein Scheitern drin, wo ich auch tatsächlich nicht so viele Plan B. Ich hatte diesen sehr albernen Spielewunsch ja eigentlich, ne, für eine Gaming-Zeitschrift zu schreiben. Da kannst du ja an einer Hand abstellen, wie viele Stellen es in ganz Deutschland gibt in diesem Beruf. Weil so viele gibt es ja gar nicht. Und ich hatte nicht wirklich einen Plan B. Ich glaube aber, die größere Weichenstellung für mich war noch, dass es irgendwo vielleicht einen parallelen Maurice gibt, der ein bisschen früher gelernt hat, sich Dinge zuzutrauen. Weil nach dem Studium habe ich auch erstmal ein bisschen, genau wie du beschreibst, so recht gammelig vor mich hin studiert. Obwohl ich eigentlich wusste, was ich gerne studieren würde, nämlich Spieleentwicklung. Aber da hätte ich entweder umziehen oder eine Privatschule nehmen müssen und dann nebenher jobben oder sowas oder beides. Und ich war damals noch sehr in dem Modus, die große weite Welt da draußen ist gefährlich. Und ich mache, glaube ich, eher Nummer sicher und so. Und heute denke ich mir so, ach Junge, guck dir mal an, du hast doch dann voll deinen Beruf gerockt nach ein paar Startschwierigkeiten und so. Du hättest auch damals dir schon zutrauen können, geh in die Welt, zieh dahin, wo es den geilsten Game-Studiengang in Deutschland gibt, mach irgendeinen Job, bewirb dich für 30 Stipendien, was weiß ich, das hättest du hingekriegt. Damals habe ich es mir nicht zugetraut. Also glaube ich, es gibt irgendwo einen Maurice, der vielleicht stattdessen Spieleentwickler geworden ist. Ob der glücklicher ist, weiß ich nicht, nach dem, was man so hört, wie es in der Spieleentwicklung läuft. Ne? Aber ich glaube, das ist bei mir eine Wahl. Vielleicht wäre der auch schon Millionär. Vielleicht hätte der einfach dieses eine Spiel rausgebracht, das mega durch die Decke geht und dann hat er einfach ein riesiges Studio und hat einfach dann Stellaris aufgekauft und Wahrscheinlich. Oder ganz Paradox einfach. Oder hat einmal dieses eine Mal Lotto gespielt. Oder dieses eine Mal Lotto. Es kann halt wirklich jede Kleinigkeit sein. Es kann sein, dass du ich bohre einfach zu gerne. Oder dann wäre vielleicht Siedler gut geworden. Und jetzt darfst du weitermachen. Wow. Danke, Chat. Okay. Ja. Ich meine, also warum? Wenn ich jetzt ganz gemein bin, da braucht's keinen Maurice, um ein besseres Siedler zu machen. Also, ich habe das Gefühl, du könntest teilweise Leute von der Straße picken, die mehr Ahnung davon haben, was Siedler im Kern ausmacht, als was da rausgekommen ist. Ja. Aber ein anderes Thema. Zivisier sogar, wahrscheinlich auch. Also, ja. Das ist ganz schlimm. Aber, genau. Was wärst du geworden, Items? Das ist halt die Frage, wo man den Insert nimmt. Also wo etwas abweicht. Ja, was denkst du denn wäre der wahrscheinlichste Abweichung? Ich glaube, dass alles unglaublich wahrscheinlich wäre. Das waren alles so Coinflip-Entscheidungen im Leben, theoretisch. Die Tatsache, dass zum Beispiel ich nicht stärker dazu gedrängt wurde, nenne ich es mal, von meinen Eltern, zum Beispiel den DLRG nicht mit 11 zu verlassen. Das hätte vielleicht rein körperlich einen Unterschied gemacht, der ganz andere Berufe für mich eröffnet hätte. Alleine das hätte ja schon einen Unterschied gegeben. Dann wäre ich vielleicht auch wo ich irgendwann in Zeitarbeit gelandet bin oder so, wäre eine Übernahme in einem Lager wahrscheinlicher gewesen, wenn ich fitter gewesen wäre. Nur so als ein Beispiel. Also alleine das kann schon den ausschlagenden Unterschied machen zu der Zukunft an und für sich. Deswegen, es gäbe so viele Punkte an einzelnen Stellen, sei es jetzt einen Arzt früher aufsuchen in der Schulzeit, um früher eventuell medikamentöse Unterstützung zu bekommen. Wenn man zum Beispiel extremer ADSler ist oder sowas und deswegen Lernprobleme hatte. Wenn du alleine schon den Punkt nimmst, dann wäre vielleicht eine Realschule realistischer gewesen als eine Hauptschule. Damit wäre der Jobmarkt ja schon mal komplett anders gefächert gewesen. Also deswegen, so diese ganz kleinen Entscheidungen, wirklich winzig kleine Sachen, die halt jetzt in Stein gemeißelt sind, würden ja nicht nur die Perspektive, sondern jegliche Sachen so stark ändern, dass es für mich nicht nachvollziehbar wäre. Ich wäre auf jeden Fall in keinem anderen Universum auf dem Punkt rausgekommen, wo ich jetzt rausgekommen bin. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Fühle ich sehr. Weil ja, das, wie wo ich jetzt bei dir bin, auch? Sorry.
ist halt nur mit, in Anführungszeichen, Notwendigkeit und gleichzeitig extrem großem Glück passiert. Was? Dass du überhaupt die Chance dafür hast. Ja, ich glaube, dass das oft so ist. Ich glaube, bei einigen Leuten ist vielleicht die Summe der relevanten Entscheidungen und Weichenstellungen höher als vielleicht bei anderen. Aber am Ende des Tages hat jedes Leben etliche von diesen Entscheidungen. Die fangen ja schon so früh an, dass wir die gar nicht mehr bewusst rekapitulieren können. Wir erinnern uns jetzt an Dinge, aber überleg mal, wie viele Dinge es gibt, an die wir uns nicht erinnern. Auf jeden Fall. In der Schule eine andere AG zu wählen, weil man sich in eine einschreiben musste, aber die eine war voll und man nimmt die nächstbeste auf der Liste. Hätte man einen übersprungen, hätte man vielleicht ein anderes Interesse entwickelt. Genau, das können auch manchmal sind das einzelne Sätze von Lehrern zum Beispiel. Ja. Also ich erinnere mich so an die dritte, vierte Klasse, wenn mich da mal meine Deutschlehrerin hat mich da mal wegen was gelobt und da war ich, weiß nicht, dritte, vierte Klasse. Und es ist mir so, das hat sich so gut angefühlt, so ein Lob zu bekommen und so ein Selbstbewusstsein zu bekommen für eine spezielle Sache, dass die mich komplett geprägt hat. Also da ist sozusagen ein Selbstbewusstsein in diesem einen Aspekt gegossen worden und auf diesem Fundament stehen ganz viele andere Sachen. Und das war ein Satz von der Lehrerin, wo du halt siehst, wie ein kleines Kind oft komplett, ohne dass Erwachsene das überhaupt mitkriegen, ja, wirklich geprägt werden können. Und das sind, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, gerade in den ersten Lebensjahren, die uns wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst sind. Auf jeden Fall. Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, der gesagt hat, der findet es voll schön, dass ich mich politisch interessiere. Und dann hat er mir, das war richtig unangenehm, da war ich irgendwie 14 oder so. Und er hat mir einfach beinhart in der Schule gesagt, er findet es zwar schön, dass ich politisch engagiert bin, aber er würde mir abraten, in die Politik zu gehen, weil ich bin zu hübsch, mir wird niemand zuhören. Wow. Und damit hat er alles, also für mich war dann Ende. So, das war mir so unangenehm, das war so auf so vielen Ebenen so verstörend, dass ich einfach gesagt habe, so, ja gut, dann nö. So. Aber so grundsätzlich, ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden ursprünglich. Und meine Mutter hat jahrelang immer gesagt, nein, mach erst was Richtiges, schreiben kannst du eh immer noch irgendwann. Und ich habe dann die ganze Zeit so immer dumm überlegt, so, okay, was könnte ich machen? Damit ich so drum herum komme. Und dann dachte ich, ja gut, ich mache Grafikdesign, weil dann kann ich meine Bücher selbst illustrieren und habe mich auf einer Grafikhochschule beworben, mit Unterstützung von meiner Kunstlehrerin, Mappe eingeschickt, wurde angenommen. Und meine Mutter hat mir verboten, Schule zu wechseln, weil sie gesagt hat, das ist nichts Richtiges, das ist Kunst. Und ich habe das so übel genommen, dass ich hatte auch einfach gar keinen Bock mehr auf meine Schule. Das heißt, ich habe überhaupt erst zum Schwänzen angefangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich war davor eine richtig gute Schülerin. Und habe dann halt mega krass in meiner Pubertät halt blockiert und habe halt alles blockiert, weil ich einfach nur noch mad war, dass mir dieser Wechsel nicht erlaubt wurde. Und das hat überhaupt erst dann dazu geführt, dass ich in der Schule immer schlechter wurde, dadurch dann immer rebellischer wurde, dann in der Schule immer mehr mich quasi ausgegrenzt habe und dann halt die ganze Zeit gezockt habe, weil ich gesagt habe, yo, fuck it, I don't care, so. Und dann war League zu streamen anzufangen, so der Start mit, hey, ich bin in der Klasse einsam, niemand spielt mit mir League. Ich fange zum Streamen an, weil dann habe ich immer jemanden, der mit mir League spielt. Jetzt bin ich Streamerin. Das finde ich immer noch, also das Ende dieser Story hattest du ja schon mal erzählt. Ich finde das immer noch so geil, dass das dich halt dann zu diesem Erfolg auf Twitch geführt hat. Einfach nur, ich brauche Leute zum LOL zocken. Ja, so. Und jetzt bin ich seit 7 Jahren hier. Ich bin unter den Top-Streamerinnen Deutschlands, guckt mich an, ne? Also jetzt, immerhin musst du jetzt, glaube ich, nie wieder dich fragen, ob jemand mit dir League of Legends zocken will. Jetzt sind die Fragen eher, ob die Zeitung ihren Namen richtig schreibt. Das stimmt. Aber du könntest in der Bild inserieren, ob Leute mit dir LOL zocken wollen. Aber Shuyo Koa klingt auch irgendwie exotischer. Das stimmt. Das ist wunderschön. Irgendjemand erstellt jetzt den Kanal. Also es sind jetzt 1:10 vergangen und ich würde jetzt wirklich diesen Schritt gehen, denn ich genieße dieses Gespräch unfassbar, aber es beißt sich gerade ein bisschen, weil ich habe so viel Hunger. Ich auch, ja. Ich habe heute eine Gemüsepfanne und veganes, Cordon Bleu gemacht
und ich habe das Gemüse nicht ausreichend aufgewärmt. Mir tut das Kalle immer noch so leid, weil es war wirklich kalt. Und er hat trotzdem versucht, es zu essen und war trotzdem sehr höflich und sehr nett und hat sich dafür bedankt, dass ich gekocht habe, obwohl es mega widerlich war. Und ich muss jetzt noch was Richtiges essen, was nicht kaltes Gemüse ist. Das verstehe ich sehr gut. Das macht voll Sinn. Auch mir passt es gut, weil ich nämlich auch noch was vor habe, was ich erledigen muss. Aber Leute, das war schön, dass aus so einem awkwarden Gag dann so eine schöne Runde noch geworden ist. Absolut. Sehr gerne wieder sowohl Ghost Hunt als auch die albernen Diskussionsrunden. Bin ich für beides am Start. Für alberne Diskussionen bin ich immer zu haben. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann gut, ich gehe nicht als Erstes. Ich habe gesagt, ich bin derjenige, der als Letztes im Channel sitzt. Ich halte auch fest. Ich werde das für euch erledigen, weil ich muss tatsächlich jetzt auch los. Deswegen passt es zeitlich sehr gut. Also vielen Dank nochmal und euren Chats auch lieben Gruß und schönen Abend noch. Also macht's gut. Schönen Abend, ciao. So, wir sind disconnected. Ihr Lieben, ich muss tatsächlich jetzt Feierabend machen. Eigentlich hätte ich schon vor einiger Zeit Feierabend machen müssen. Das war aber jetzt sehr, sehr schön und hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch. Ich habe überhaupt heute gar nicht irgendwie großartig erwähnt, weil ich so in dieser Lobby mit mehr Spielern, ist es immer so ein bisschen schwierig. Und da ich das hier nicht auf meinem Stream Deck das Muten habe, für in dem Fall TeamSpeak, weil ich das nur für Discord eingerichtet hatte, konnte ich jetzt auch nicht die ganze Zeit immer, weil das war sehr kompliziert, so logistisch, deswegen konnte ich auch nicht immer irgendwie den TeamSpeak stumm schalten und so weiter zwischendurch, deswegen habe ich gar nicht so viel mit euch quatschen können, was mir sehr leid tut. Aber ich kann erstmal dieses Ding hier abnehmen. Aber das war sehr, sehr schön heute und wir haben ja so ein paar Leute, die heute ein bisschen geabot haben und so. Der Jolle sehe ich hier, Raptor Germany, Jordi Toe, Oceans Forever im Laufe des Tages und frühen Abends, Enro, Van Nudel hatten wir vorhin, die sind wahrscheinlich alle gar nicht mehr da. Also euch allen vielen lieben Dank. Und war mal etwas anderes, oder? War mal ein etwas anderer Stream heute. Aber war lustig, hat Spaß gemacht. So, jetzt schauen wir noch mal gemeinsam, wer ist denn noch so alles da? Die Leute jetzt von eben machen jetzt quasi ja auch alle Feierabend, nehme ich mal an, ne? Also ich bring dir, jetzt macht ja gar keinen Sinn, euch zu Maurice oder Pia oder so zu schicken. Deswegen schicke ich euch nochmal woanders hin. So. Und zwar, neulich wurden wir geradet von Dalu. Und wir haben heute mit Dalu gespielt. Also schicke ich euch zu Dalu heute. Denn der macht immer noch gutes Programm und der zockt gerade Mario Kart. Und Mario Kart ist cool, das kennt ihr auch von mir. Deswegen macht das, glaube ich, auch echt irgendwie Sinn. Da kann ich ja drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also grüß mir den. Habe ich das richtig eingegeben? Ja. Grüß mir Dalu. Ihr könnt euch da nochmal anschauen, wie man richtig Mario Kart fährt. Und nicht so wie bei mir in der Amateurklasse 150 Kubik. Aber ich komme da auch nochmal hin. Und dann kann ich irgendwann mal mit den Großen mitfahren. Das muss das Ziel sein. So, also. Ich bin raus. Macht's gut. Vielen lieben Dank. Ich fahre noch einen Bumper ab. Und dann schicke ich euch rüber. Macht's gut, Leute. Pass auf hier. Bumper.